So, wir sehen zwar jetzt hier auf dieser Ansicht, dass es mehrere Seiten gibt, aber wir würden ja gerne auch die Seiten selber sehen und diese anwählen können, damit wir zum Beispiel direkt zur Seite 3 springen können. Das ist ja hier ein bisschen lästig, wenn man dann immer hier mit dem Finger wischen muss, um dahin zu kommen. Deswegen schauen wir uns mal an, wie wir diese Ansicht verändern können, denn hier ist ja links auch noch ganz schön Platz. Und dieses Symbol hier, diese Schaltfläche, die ihr hier seht, die kann ich anklicken und dann kann man hier verschiedene Optionen einblenden. Und wir kommen auf die verschiedenen Optionen auch noch, aber die interessanteste ist hier, die Seitenminiaturen einzublenden. Das machen wir mal und jetzt wird hier links tatsächlich eine Ansicht gestartet, die uns die einzelnen Seiten zeigt. Und die sind auch schon schön nummeriert, 1, 2, 3. Und mit einem Klick auf die entsprechende Seite bringe ich auch an die entsprechende Stelle. Und hier kann ich zum Beispiel da unten die Schreibposition hinsetzen. Und dann hier noch den Punkt einfügen, der da fehlte. Gleichzeitig seht ihr, während wir tippen, hier unten noch eine Leiste, die uns so ein bisschen, ja, Wortvorgaben gibt, aber auch eine Formatierung anbietet. Und da können wir mal drauf eingehen. Denn zum einen kann ich immer die Eingabetaste drücken, finden wir hier die Möglichkeit, unter ABC verschiedene Zeichensätze anzuwählen. Wir können also plötzlich mit einer anderen Schrift weitermachen, zum Beispiel der hier, und dann hier weiterschreiben. Das ist weiterer Text. Und wir merken an der Stelle, wo wir es geändert haben, ändert sich tatsächlich auch die Auswahl des Schriftsatzes. Und das ist das Tolle, dass man das also jederzeit umschalten kann und mehrere Schriftarten in einem Dokument verwenden kann. Aber auch da sollte man immer ein bisschen aufpassen. Zwar sehen die alle sehr schön aus und gerade wenn man zum ersten Mal startet, will man auch mal alle ausprobieren. Aber man sollte sie nicht alle in ein Dokument nehmen, sonst wirkt das sehr unruhig auf den Leser. Jetzt haben wir aber hier zum Beispiel diesen Text ja formatiert in einer anderen Schriftart und wollen aber, dass der letzte Absatz hier und der letzte Satz hier auch in dieser Schriftart ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden, diese Formatierung zu übernehmen. Zunächst einmal können wir hier mit dem Finger an den Anfang klicken und nun müssen wir den Bereich mal markieren, den wir haben wollen. Und wenn ich nochmal mit dem Finger da drauf klicke, dann seht ihr, kann ich hier auf Auswählen klicken, diesen Menüpunkt. Und dann bekomme ich diese Anfasser hier, die habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr mit dem iPhone und iPad gearbeitet habt, mit dem wir den Anfangsbereich und den Endbereich einfach über diese blauen Hebelchen hier anwählen können. Und das ist genau jetzt die Markierung eines gesamten Satzes, den wir jetzt haben. Und den können wir, und das ist das Tolle, ihr seht, sofort kommt hier wieder so eine logische Auswahl, den können wir zum Beispiel ausschneiden. Und dann ist er weg. Dann können wir auch wieder hier reinklicken, nochmal auf diese Position und sagen, wir wollen ihn wieder einsetzen, dann kommt er auch wieder. Also ausschneiden legt diesen Text, den wir da haben, in die Zwischenablage. Es ist wie Command-C, also Ausschnitt kopieren. Ja, funktioniert das hier eben mit Ausschneiden und dann können wir den anschließend dann wieder irgendwo reinkopieren. Wir hätten den also auch an diese Stelle hier oben setzen können, wenn wir da den Schreibcursor hingesetzt hätten. Gut. Das ist das eine. Wir können das Ganze aber auch anders machen. Wir können jetzt sagen, wir möchten ja hier die gleiche Schriftart haben und wir wollen die Formatierung übernehmen. Das machen wir nochmal, indem wir jetzt hier draufklicken und nochmal auf Auswählen klicken. Und es reicht ja, das erste Wort zu nehmen. Das hat ja die Formatierung, die wir haben wollen. Und nun können wir hier auf diesem Pfeil einmal weiterklicken, denn es gibt noch mehr Sachen, die wir hier haben. Auf dieser Leiste. Die ist ziemlich groß, deswegen hat man sich entschieden, die mit dem Pfeil umschaltbar zu machen. Ihr seht, hier kann ich hin und zurück. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte diesen Stil kopieren. Und zwar ist das der Zeichensatz, die Schriftgröße und eben auch die Art, also ob ich zum Beispiel Fettschrift habe oder unterstrichene Buchstaben habe. Das ist alles der Stil. Den möchte ich jetzt kopieren. Und nun wähle ich den Bereich aus, den ich mit dieser neuen gewählten Schriftart haben möchte. Und dazu klicke ich hier wieder auf Auswählen. Wähle den Bereich aus, der umformatiert werden soll. Und nun gucken wir mal, ob wir nicht hier hinten logischerweise einen Menüpunkt finden, der Stil einsetzen heißt. Und tatsächlich heißt der auch so. Das heißt, der kopierte Stil aus diesem Absatz, den wir hier hatten, wird jetzt hier beim Einsetzen eingefügt. Und es ändert sich nichts am Text, aber wir den Stil, also die Art, wie etwas dargestellt wird, kopiert haben. Und damit haben wir ruckzuck das Dokument an der Stelle umformatiert und einen neuen Zeichensatz vergeben. Wunderbar und ganz toll gelöst durch dieses Stil kopieren. Aber wir gucken uns noch andere Sachen an, denn das geht noch besser und einfacher.